Topfgucker TV empfiehlt. Wir beginnen mit dem Sellerie. Wir nehmen uns einen frischen Sellerie und schälen ihn. Am besten ist natürlich ein Sellerie vom Markt oder aus der Region von einem Gärtner, der auch im Geschmack deutlich frischer ist, knackiger ist, auch leicht nussig. Wird komplett befreit von der Schale. Die Schalen kann man aufheben, weiterverwenden in einer Brühe, in einer Soße. Der Sellerie wird in Würfel geschnitten. Ein Sellerie reicht ca. für 4 bis 6 Personen. Die Beilage, dieses Sellerie-Püree mit Marzipan, ist gleichzeitig auch die Sättigungsbeilage. Der Geschmack dieses Pürees ist sehr kräftig, deswegen reicht ein Esslöffel ca. pro Person. Man kann also mit ca. 6 Personen mit einem normalen Selleriekopf rechnen. Um den Geschmack des Selleries zu verstärken und ihn vielleicht auch noch ein bisschen interessanter zu gestalten, kann man frische Selleriesaat mit in den Ansatz des Pürees geben. Weiterhin braucht man als zusätzliche Zutat oder einzig weitere Zutat frisch geschälte Schalotten. In dem Fall bitte keine Zwiebeln verwenden, weil die Schalotte ist die feinere Variante der Zwiebel, die edlere, die hochwertigere, hat einen zarteren, nussigeren Geschmack, passt somit besser zu dieser doch relativ edlen Beilage. Und die Schalotte ebenso in feine Würfel oder Streifen schneiden. Wichtig ist, dass es fein ist. Es müssen nicht unbedingt Würfel sein, aber es reicht, wenn es fein geschnitten ist. Der Ansatz des Pürees beginnt damit, dass man einen recht heißen Topf, einen hellen bernsteinfarbenen Karamell ansetzt mit etwas, logischerweise, Zucker. Diesen Zucker lässt man hell schmelzen und gibt dazu 2-3 Stückchen Butter und die Selleriesaat. Die Selleriesaat ganz hell anspitzen sowie die Schalotten. Ebenso die Schalotten anschwitzen. Sie sehen, die nehmen relativ schnell Farbe. Und den frischen Knollensellerie dazugeben. Vorsichtig schwitzen und würzen mit Salz und Pfeffer. Frisch aus der Mühle, möglichst fein gemahlen. So, das schwitzen wir jetzt kurz an, dauert noch 1,5 Minuten. Nach etwa 1,5 Minuten ist der Sellerie angeschwitzt und er wird abgelöscht mit etwas Noli Bras, einem Wermutwein und einem kleinen Schluck Pernod, einem Anislikör aus Südfrankreich. Diese beiden Weinsorten lässt man verdampfen und gießt das Ganze knapp bedeckt mit frischer Schlagsahne auf. Der Sellerie wird in diesem würzigen Sahnesud anschließend ca. 15 Minuten weich gekocht. Er darf dabei aber nicht zerfallen. Kleiner Hinweis am Rande, man sollte während des Garens des Selleries, was durchaus auch mit einem Deckel erfolgen kann, ab und zu mal reinschauen, weil der Sellerie die Sahne aufsaugt und es passieren kann, dass er dann anhängt. Diese dabei entstehenden Karamellaromen sind grundsätzlich nicht schlecht, passen aber nicht unbedingt in dieses Gericht. Also ganz kurz den Deckel abheben, schauen, eventuell mal kurz reinstechen. Und wenn Sie den Eindruck haben, dass er durchaus noch braucht, aber die Sahne schon etwas alle geworden ist, dann einfach nochmal ganz kurz Sahne nachgießen, aber auch da nicht zu viel. Und das Ganze nochmal ca. 3 Minuten fertigstellen. Das Marzipan, welches Sie ganz normal in jedem Einzelhandelsgeschäft oder auch beim Bäcker kaufen können, schneiden Sie in kleine, feine Würfel. Vom Verhältnis her ungefähr die halbe Menge Marzipan zum Sellerie. So, jetzt geht's hier weiter. Dadurch, dass Marzipan und der weiche Sellerie doch recht unterschiedliche Konsistenzen haben, muss ich den Sellerie abgießen, sozusagen die Sahne trennen vom stückischen Sellerie und erhitze dann das Marzipan in der Sahne, in der Kochsahne vom Sellerie. Ich gebe den Marzipan dazu.
und erhitze ihn nochmal in der Sahne. Der jetzt weiche Marzipan mit der Sahne kommt in einen Küchenmixer. In dem Fall ist es hier bei mir in meiner Restaurantküche ein Thermomixer, welcher mixt gleichzeitig mit Temperaturbeigabe Marzipan mit der Sahne und anschließend der Sellerie. Und mit einer hohen Drehzahl wird das Ganze zu einem feinen Püree gemixt. Das Besondere an diesem Küchenmixer ist, dass er wirklich bei sehr hoher Schlagzahl und Drehzahl das Püree sehr fein mixt. Für den Haushaltsbedarf kann man auch eine Moulinette nehmen. Schwieriger wird es mit einem Zauberstab oder mit einem Küchenmixstab, dadurch wird es nicht so fein. Geschmacklich bleibt es natürlich sehr lecker, aber es wird nicht so fein. Zu unserem Gericht servieren wir eine rosa gebratene Rehkeule, natürlich aus heimischen Wäldern, hier aus dem Erzgebirge. Man kann aber auch andere Wildbeilagen dazu servieren. Zum Beispiel ein Hirsch oder auch Wildschwein passt gut dazu. Unten drunter befinden sich die Petersilienwurzeln, die frischen Steinpilze. Das Reh wird oben angerichtet, etwas gewürzt mit grobem Meersalz. Gibt man eine Nocke von unserem Marzipan-Sellerie-Püree dazu. Das Ganze wird ausgarniert oder kann ausgarniert werden mit frischen Gartenkräutern oder mit gesammelten Wildkräutern. In dem Fall ist es Senfsalat und Mangoldblätter und etwas Portulak. Abschließend die Brombeeressigschü mit Brombeeren, auch aus dem Wald, wilde Brombeeren gesammelt im Wald. Liebe Gäste, unser Gericht, rosa gebratene Rehkeule mit Marzipan-Sellerie-Püree, Pastinaken und frischen Steinpilzen. Ich hoffe, Sie haben sich Appetit geholt. Wir würden uns sehr freuen über einen Besuch von Ihnen bei uns im Restaurant. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de